Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 Multiplayer. Heute mal mit einem Special Guest. Mit mir. Genau, mit Rudi, der war ja schon mal dabei. Wir hatten auch vor kurzem was aufgenommen, aber naja, wir hatten halt so diverse Probleme wegen Musik und eigentlich sollte ja am Wochenende und heute ein Part kommen. Also jetzt gestern, heute ist ja schon Dienstag, wenn der Part rauskommt. Aber naja, Rudi, du kannst ja inzwischen mal hier ein bisschen rumfahren. Ach, soll ich? Ja, denn wir wollten heute ursprünglich mal zum Mount Chiliad. Ich weiß gar nicht, was wir beim letzten Mal so gemacht haben. Auf jeden Fall hatten wir uns, glaube ich, schon... Wir sind, glaube ich, rumgefahren, hatten versucht, ein paar Leute mit dem Kopfgeld zu töten. Sind hier eigentlich ein paar Leute drauf, ja, oder? Ja. Nein, das wollte ich nicht. Und schalte am besten... Ja, genau. Schalte am besten mal hier bei Radio auf das linke. Genau, eins runter, genau das. So, hier noch ein bisschen Allgemeinwissen. Das Bier gibt's wirklich. Pisswasser. Ja, gibt's wirklich. Ich weiß wirklich, wie die da auf den Namen kommen. Bestimmt was Neues. Ne. Ja, wir hatten vor kurzem, ja, wie gesagt, habe ich gerade schon mal gesagt, was aufgenommen, aber da gab es halt Probleme mit der Musik und ich weiß nicht warum, aber seit neuestem wird auch hier so Country-Musik, also die lief halt da so gerade im Radio, wo wir hier so ein Rennen machen. Apropos Rennen, Rennen können wir gleich auch mal machen. Ja, wir machen hier schnell so einen Gang-Dingster, wa? Ja, mach du mal deinen Gang-Eingriff. Und da haben wir uns halt nichts Böses gedacht. Ich dachte auch so, diese Country-Musik, da ist ja nichts bei, ne? Du musst einmal schießen übrigens. Die kommt, glaube ich, schon. Nein, nee, du musst einmal schießen. Ja, warte. Was will denn der jetzt hier? Er schießt den am besten. Sonst knallt er auf dich. Ja, der war tot, glaube ich. Ja. Vor allem, es gibt ja auch Gang-Angriffe, wo teilweise 30 Gegner mit da sind, ne? Und da verkacke ich so auf. Pass auf, rechts kommt noch einer. Ja, mittlerweile sind wir auch Level 39. Ich habe gestern und vorgestern allgemein am Wochenende mal ein bisschen was gezockt. Also ein bisschen hier diese eine Mission da immer gemacht. Da sind wir auch laut andauernd irgendwelche hinterher gejoint. Wobei, wenn ihr seht, dass ich gerade in der Mission bin, da könnt ihr zwar gerne mitmachen, aber da müsst ihr mir eigentlich nicht hinterher joinen, weil ich da in der Zeit sowieso bloß immer wieder diese Mission mache, um ein bisschen an Geld zu kommen. Wo ist der? Ach, das sind dann Leute. Wir müssen dann vielleicht halt auch nochmal ein bisschen Munition kaufen, oder? Ja. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber du bist bald tot. Ja. Und heute kann ich mal ein paar Kommentare auswerten, denn... Hä? Wir haben ja jetzt schon seit 2 Tagen nichts mehr hochgeladen, oder ich habe ja seit 2 Tagen von GTA nichts mehr hochgeladen. Und da gucke ich direkt mal so. Wo ist denn der? Ja, hinter. Einfach mal abschießen, wie wär's? Vor allem habe ich gestern Abend gemerkt, also ich wollte ja gestern eigentlich hier noch FIFA hochladen, Part 37. LOL. Achso, das ist für die MP, okay. So kann man auch minimal Geld verdienen. Ach, na, scheiße, er kommt. Gestern Abend ist mir dann auf jeden Fall aufgefallen, dass FIFA gar nicht veröffentlicht wurde, weil ich das für einen Tag später eingestellt hatte. Aber ich muss noch gucken, heute kommt auf jeden Fall dann noch das Video von dem Mann! Rennen. Raste aus, genau! Und. Es kommt auf jeden Fall jeden Tag ein Video, nur die Art von Video ist halt immer ein bisschen unterschiedlich. Wo ist denn der andere Kollege da? Kommen wir hier aufs Dach. Ich habe mir übrigens ein Präzisionsgewehr jetzt gekauft. Das ist gut. Das wollen wir gleich mal ausprobieren. Ich weiß nicht mehr, wo ist denn der Kollege Tornschuhe? Rudi, das bringt ja echt, wenn du knapp vor dem stehst. Komm, schieß einfach mal dort durch das Fenster. Der steht da aber nicht. Ja, da stand er auch irgendwie nicht, oder? Nee. Pass mal auf, und jetzt steht er da. Jetzt steht er da. Da lache ich dich aus. Ja. Bist du dir sicher, dass es denn nicht war? Boah, 15 Kills, Mensch, Junge. Ja, aber nur 6 Kopfschüsse, das geht ja schon besser. Tut er. Bald sind wir auch Level 5, 40, 50 sag ich schon, träume schon. Hey, du kannst.
Du kannst ja übrigens mal rumgucken, ob hier irgendwo noch Geld rumliegt, weil manchmal gibt es da so $500. Warte mal, gibt es da irgendwo Kisten? Steht doch immer da Kisten. Ja, aber guck einfach mal, ob. Genau, da war zum Beispiel $500, hier hinten sind vielleicht nochmal $500, genau. Wenn wir jetzt noch einmal $500 finden, haben wir schon 3/4 von der ganzen Geschichte. Ich glaube, es gibt immer maximal 2000. Oder natürlich, es kann auch sein, dass je nachdem wie viele... Was bringen eigentlich eben die Kisten da? So was da manchmal steht, ist da manchmal Money drin oder... Na irgendwie sowas, wobei ich weiß nicht mal, ob die... Wow, hier waren nochmal 500. Ich glaube, das war es aber jetzt auch, weil... Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du 15 Leute halt killen musst, sind 3x $500 da. Also je nachdem, 15 Leute sind $1500, die du verdienst und so weiter halt. Das ist bei 30 Leuten... Da? Nein, da halt nicht. Ja, red ruhig weiter. Nee, jetzt nicht mehr, nö. Ja, mal boxen. Wie wär's? Na los, schlag ihn! Kollege! Oh, du! Nee. Ich hab schon gedacht, da kann ich jetzt mit einmal killen. Lol. Gerade hab ich schon die ganze Zeit getreten und dann hat er irgendwie RP oder sowas gespuckt. Aha. Spuck RP! Glitch, sagst du? Boah, hier hat dein Auto das ganz schön mitgenommen. Wollen wir hier mal so ein Rennen starten, wenn du der Polizei losgeworden bist? Ja. Du kannst dich nochmal einmal fahren. Ja. Schalt mal um lieber, weil ich glaube, hier ist gerade Country-Musik drin. Schalt am besten immer auf den ganz linken da. Ah, da. Das machst du gut so. So, ich lese inzwischen mal den ein oder anderen Kommentar vor. Und zwar hat der MTA-Zocker bzw. Miguel Zockt mir so einen kleinen Tipp gegeben, dass ich doch mal wegen den ganzen Netzwerkfehlern, die ich in letzter Zeit hatte, mein verknüpftes PSN-Konto... Oh, Rudi, das geht doch schief. Alter, wie viel Glück hattest du denn jetzt? Du hättest da bloß nochmal einen Millimeter vorrutschen müssen und dann wärst du kaputt gewesen. Nix da! Da hätten wir wieder 1600 bezahlen können. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass man im Social Club, also online, halt online gehen muss, das Konto löschen muss, also die Verknüpfung vom PSN-Konto löschen muss, dann das Ganze auf der PS3 wieder damit verbinden muss. Das ist doch scheiße hier. Squeech die ganze Zeit. Genau, und dann kann man einfach, wenn man das halt mit der PS3 den Social Club wieder verbunden hat, wieder auf dem PC verbinden und dann geht das. Also ich hab's gemacht. Gut, das war gestern Abend irgendwie kurz bevor ich dann offline gegangen bin. Da hatte ich dann keinen Netzwerkfehler mehr, aber man weiß es natürlich nicht. Willst du jetzt mal das Rennen nicht starten? Ja, ich wollte mich ja. Musst du einpacken. Was bringt denn das? Du bist dann sowieso nicht mehr hier, glaube ich. Naja. Du gehst einfach auf Start. Ist logisch, Richard. Alles klar. Job hosten. Meine Jobs. Ein Deathmatch müsste ich auch mal erstellen. Und Rennen in Blaine County. Richtig ausgesprochen, bitte. Ja, sogar richtig geschrieben, du. Hab ich ja geschrieben hier, ne? Hast du erstmal gegoogelt, ne? Google. Ja, ganz ehrlich. Übersetzt. Ich dachte, Blaine County wird mit R geschrieben, also Blaine County, aber. Blaine County, genau. Aber war nicht so. Also mein Rennen, vor allem besten mit Geländewagen, weil mit anderen bist du hier voll im Nachteil. Also das Rennen ist diesmal ein Rundenrennen, beim letzten Mal, oder mein erstes Rennen war ja mal so ein normales Rennen. Das ist mal auch mit 16 Spielern maximal. Komm, ich spiel mal mit paar, mal privaten. Und... Oh, geil. Ist das nicht der mit Level 500? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall versucht, diesmal so ein bisschen was Neues und ein bisschen was zu verbessern, weil, naja, man muss sich ja immer ein bisschen steigern, ne? Und diesmal auch mit Monster Stunt. Fand ich ganz nett. Nett ist ja der kleine Bruder von Scheiße. Du kannst eigentlich auch einfach mal so starten. Ich habe gestern Abend, bin ich in der vollen Lobby mal beigetreten. Fahr einfach eben eine Runde mal. Danach können wir ja trotzdem noch mal kurz warten. Und da wollte ich eigentlich immer noch gucken, was jetzt hier so für... Eigenschaften hat. Nee, komm hier mit dem getunten. Sexy Hexy.
Biff da, wie Jugendsprache, sagst du? Warum willst du das eigentlich immer umstellen? Ich finde es eigentlich am besten, wenn das immer gleich ist. Nein, kann nicht sein. Ich finde das so... Muss immer abwechslungsreich sein, Chris. Ja, nee, aber Wichser ist zum Beispiel scheiße, weil da machst du die andere bloß aggressiv. Rock sieht, finde ich, scheiße. Extrem scheiße aus. Was gibt's noch? Das würde ich nie machen am Anfang. Oh, ich hab's halt geschafft. Ja, oh, die Musik ist schon wieder hier sehr... Wobei, nee, geht okay, das ist einfach. Jetzt hab ich eine schlechte Rundenzeit wegen dir. Ach, die 3 Sekunden, die wirst du auch noch so irgendwie scheiße fahren. Mimimi. Aber halt, versuch diesmal auch hier hin und wieder mal irgendwo was hinzubasteln, dass die Strecke besser abschätzbar ist. Nur, ich habe ein was so da reingebaut, was... wo du bestimmt am Ende mal dich noch aufregen wirst, aber das werden wir dann gleich noch sehen. Ja, Gott sei Dank freue ich ja die Runde, wa? Du schon? Genau. Weil sonst wird es ja schon wieder sehen. Man muss ja auf jeden Fall, sag ich mal, so aktiv mit beobachten, was hier passiert. Denn am besten auch mal die Minimap beobachten, weil sonst fährst du immer volle Kanne irgendwo geradeaus, wo du vielleicht nicht geradeaus fahren solltest. Ja, schon. Ja, Rudi. Vor allem Weltrekord, ich bin die Strecke gestern schon mal gefahren, was ist da los? Muss doch einen Weltrekord geben. Der alle unterbietet. Genau das meine ich. Aber hast du geschafft? Ja, ich. Weil gestern, wo ich mit ein paar Leuten immer mal so gefahren bin, also es war immer nur einer. Hamburg. Da sind die andauernd oder volle Kanüle gegengefahren. Ich meine, ich bin das Rennen ja nur schon mehrfach gefahren, ne? Ich hatte da keine Probleme, aber trotzdem, es war... Bist du das Rennen vorher mal abgefahren? Ja klar, du musst es einmal durchfahren, um zu beweisen, dass das möglich ist. Richard! Rudi! Nicht dein Ernst! Ernsthaft! Hui! Da fahren wir mit die Schanze. Schon one! Haha, hä? Monster Stunt vom Feinsten, du. Aber da ist auch noch Verbesserungspotenzial vorhanden. Aber ich denke mal, das ist ganz in Ordnung so. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Rundenzeit gefahren bin, hab, tut. Ihr könnt ja einfach mal das vorstellen. Wir hätten mal 2 Runden einstellen müssen, da warst du nämlich jetzt volle Kanne irgendwo falsch gefahren. Bam, voll gegen den Berg da. Ja. Hier kriegt man sogar gar nicht so wenig Geld und RP, ne? Ich meine, für die 2 Minuten kriegst du 700 RP und... $1200. Oh, das sieht so scheiße aus, Rock, finde ich. Das warst du gerade eben da. Na klar. Gefällt mir. Ja, freier Moll. Oh, oh. Na, okay. Oh, oh. Ich wollte jetzt mal gucken, was da so bei Strand los ist. Was irgendwas Special-mäßiges ist, aber gar gibt es nicht. Auf jeden Fall, um jetzt mal nochmal auf die Kommentare zurückzukommen. Oh yeah. Miguel hat mir gesagt, dass immer wenn das Auto von der Polizei eingezogen wird, kennt ihr ja bestimmt, dass man da einfach an den Zaun oder an das Tor gehen kann. Oder $250 oder was? Ja genau, ja. $250 bezahlen kann. Und da keine Fahndungsstelle bekommt. Ich meine, ne, $250 bezahlen ist jetzt nicht die Welt. Und dafür einfach das Auto so wieder bekommen, ohne von der Polizei aufs Maul zu bekommen, ist doch gut. Du könntest ja mal gucken, wer online ist. Na, bin ich ja mal ganz gespannt. Ach, halt. Das war der falsche Kampf. Ah, jetzt ist er offline gegangen. Wenn ich das nicht vergesse, kann ich euch ja... Ah, jetzt ist hier jemand anders online gekommen. Wenn ich das nicht vergesse, kann ich euch dann ja nochmal so ein Screenshot einfügen, denn der Typ ist heute, keine Ahnung, wann ist er gegangen? Nach der, ich glaube um 9 oder so. Robin 9 heißt 10. Er. Mhm. 9:10 ist er gegangen, sagte, ja, mir ist schlecht, ich kann heute keine Schule mehr mitmachen, aber zocken geht immer. Ja, gerade eben noch COD. Genervt. Was hat denn der für Trophäen bisher? Der 10 eine goldene. Schlecht. Mhm. Ah, der hat GTA an, der hat halt sehr viel gezockt, sagst du? Ne, hat bloß Portrophäen. Naja, komm, hol dir doch jetzt mal das... Hol dir doch jetzt mal das Motorrad. Ja. 12:13. Ah, 12:13 haben wir dem die Nachricht geschickt. Genau. So, was? Wir können doch jetzt... Ach, wo...
Hol dir das. Genau! Weißt du, was wir jetzt mal machen? Na? Du holst jetzt mal einen Helikopter. Irgendwo, markier einfach mal. Zum Beispiel hier. Da oben, genau. Und da fliegst du dann mal in die Militärbasis und versuchst, so einen Chat zu klauen. Ich kann auch nicht Chat fliegen. Ah. Ist doch egal, du musst bloß hier Gas geben. Und dann nach oben ziehen. Genau. Aber da musst du halt gucken, hinter dir spawnen dann direkt so eine Rakete und da musst du halt ausweichen. Also entweder mal eine Rolle machen und nach oben ziehen gleichzeitig. Aber du wirst es einfach mal testen. Wieder Gang. Haha. Guck nochmal wegen Radiosender, weil da müssen wir immer so ein bisschen Lugi Lugi in die Cookie machen. Das ist jetzt vielleicht schon an Standard eingestellt. Lol. Na, wenn das ja, wenn dir das Leben unnötig schwer machen willst, dann flieg damit. Ja, mach ich. Ah, schön. Kleiner Helikopter wäre natürlich besser gewesen. Ach, übrigens, wir sind ja jetzt schon in Patch 1.9, also 1.09. Wo war die Militärbasis? Nee, weiter runter, weiter, genau. Nee, ach, links, hier. Genau. Du kannst aber auch einfach in die Richtung fliegen und dann findest du den schon. Nee. Wir haben gerade keine Musik, aber ist ja eigentlich egal. Ich weiß aber bei der Musik nicht, also ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich so toll ist, weil die Musik kommt mir sehr bekannt vor, aber naja, sonst muss ich das Ganze halt einfach mit den Ton dann wegschneiden und dann hört der halt einfach mal nix. Nicht mal unsere Stimmen, das ist auch scheiße. Ja, mein Flugskill ist halt noch nicht Level over 9000, aber es kommt ja halt daher, dass ich noch nicht so oft geflogen bin. Weißt du was? Ich jetzt eiskalt mache, ohne dich zu fragen. Nein. Mich boxen. Nee, was zu trinken wollen. Nein! Oje. Nein. Auch nicht meine Cola mopsen. Nö. Ich finde die sowieso so ekelhaft. Alter, wie ewig langsam der ist. Ja, das ist. Oh. Oh. Alter, wie der. Hier voll gegen den Berg und so. Hey. genau, weißt du, genau. Komm, dann nehmen wir mit. Nein. Vor allem könnten wir morgen wieder zocken, ne? Müssen wieder aufnehmen. Ist hier Wasser? Ah ne, hier ist er ja schon. Was hast denn du gedacht? Ich wollte da jetzt nicht so ewig lange drüber fliegen. Was denn erstmal bitte? Die spawnen hier, ne? Nee. Doch, hier unten. Genau, dort, wo die roten, die 6 Lichter sind. Aber erstmal gucken, ob hier einer ist. Ja, da ist schon einer, der spawnt erst später. Guck. Flieg runter! Scheiße! Da ist Trainer. Wo denn? Er tot. Ja, geil. Rudi, ich glaube, du hast verkackt. Nein. Was hast du da jetzt gerade abgeschossen? Ich weiß nicht. Ah, es geht sowieso schief. Das sieht doch ein Blinder mit Rückstock, wo willst du denn jetzt lang? Pass auf, die steigen aus und klatschen dich jetzt. Tritt drauf, Junge! Das ist gay. Das ist richtig gay. Ja, weil die dort vorne stehen. Scheiße. Gib Gas! Gib Gas! Hochziehen! Tot. Weil dort kleinen Panzer stand. Ja, ja, das habe ich schon 3 Sekunden vor rausgeahnt. Darf ich mal ganz kurz? Was? Nee, ich geb dir den nicht wieder. Ist so, okay, jetzt spiele ich hier. Ah, so voll ein unfair, so. Lord of Gay, ey. Ich versuche das jetzt nochmal. Leute, was? Level. Ich dachte, oben steht irgendwas. Nee. Nein, ach nee, ich hab grad. Nee? Nicht. Dachte, das ist kein Empfang, hä? Nee. I'm on the clock. What you want? Wir holen uns mal so ein Ferrari. I'll get there as soon as I can. Ich fahre. Kein Ferrari. Bei mir ist das ein Ferrari. So, wo kommt denn der Heinz? Pass auf, jetzt kommt er von hinten. Das ist der! Vor allem, was macht denn der dort im Moor? Dieser Lappen. So, ab. Abchillen.
Dankeschön. Dann sei da daheim. Meh. Und vor allem, er läuft einfach nur weg, ne? Vorne um. Mitnehmen! Ja, willst du mit? Kollege! Vor allem haben wir für die Hupe, glaube ich, mal 12.500 oder 25.000 bezahlt, ne? Ach so, überteuert einfach nur für so eine häselige Hupe, die man sowieso nur einmal im Leben benutzt. Hoi, wann denn? Ich weiß nicht, wann wir die gekauft haben, aber... Nein, ich meine, wann wir die benutzt? Nur einmal im vergangenen Leben.